Ich denke, man hat's gesehen. Wir haben das böse Bärtchen im Raum. Und das ist so eine Sache. Ich nenne ihn jetzt mal so. Also, ich glaube, wir wissen alle, wer gemeint ist. Der böse Adolf. Und ich finde, sowas ist eine Sache, die ist nicht okay. Dieser Mensch hat richtig heftige Scheiße gebaut, hat echt für schlimme Verbrechen gesorgt. Und dann so ein Mii zu kreieren, ich weiß nicht. Ich finde sowas irgendwie, naja, nicht lustig. Jetzt können einige sagen, ja, man muss schwarzen Humor sehen. Ja, gut. Den sehe ich, aber nicht bei solchen Dingen. Also, ich finde sowas irgendwie nicht gut. Was heißt irgendwie? Ich finde es einfach nicht gut. Könnt ihr eure Meinung in die Kommis schreiben? Was haltet ihr dazu, wenn jemand sich ein Mii macht? Und das Mii heißt Adolf und sieht auch so aus wie der ehemalige deutsche Diktator. Autsch. Also, naja, ich finde es jetzt nicht so geil. Wenn ich das mal so sagen darf. Boah, ich habe Mario Kart aber auch so lange nicht mehr gespielt, ne? Boah, ich habe alles vergessen, also ich hoffe mal, wie man fährt, wie man Smash Bros. Spielt. Ich glaube, ihr habt es im Video auch vorher gesehen. Und ihr habt auch, wenn ihr den Anfang gesehen habt, dann habt ihr auch gehört, dass ich nochmal in Mario Kart 8 erwähnen werde, weil das mehr geguckt wird als... Ja, okay, was heißt mehr geguckt wird als Smash? Smash ist noch gar nicht gestartet. Aber ich glaube, Smash wird auch ein ziemlich cooles Projekt. Aber Mario Kart 8 ist halt so ein Projekt, was viele gucken. So, ich brauche Hilfe mit der Capture Card. Die ist in den letzten Aufnahmen schon insgesamt dreimal abgestürzt. Bei Smash jetzt nicht. Hier sieht jetzt auch alles okay aus, es laggt nicht, vielleicht ist es auch wieder vorbei. Ich habe jetzt auch die Festplatten optimiert, defragmentiert, ich hoffe, das hat jetzt geholfen. Das ist jetzt die erste Aufnahme, nachdem die Festplatten defragmentiert und optimiert wurden. Warum setze ich den Stern nicht ein? Das hat mir jetzt auch echt den fünften Platz gekostet, ich hätte fünfter werden können. Und ich kriege mit Sicherheit Minus. Ja, sieben sogar. Wenn man so schlecht geworden, ey. So auf den letzten Plätzen so Tausender und dann kommt auf einmal so ein 6000er, wo sie sich denken, der muss besser fahren. Muss ich eigentlich auch. Ja. Was weiß ich, ne? Okay, es sind jetzt mehr Leute. Viel mehr, nice. Ja. Domi. Ah, ne. Der müsste doch Domtendo kennen. Entweder heißt er wirklich Dominik. Ach, Adolf, sei still. Entweder heißt er wirklich Dominik und wusste nicht, dass es Domtendo gibt. Es könnte sein, dass er Österreich, ne? Obwohl der. Die sprechen. Ja, okay, die sprechen da. Ja, die sprechen da schon ein bisschen komisch, ne? Ich war ja mal in Österreich. Aber die verstehen uns dann noch, also. Keine Ahnung, vielleicht ist er einfach ein richtig heftiger Fan von Nintendo, was weiß ich. Boah. Ja, es klingelt schon wieder. Das war schon mal in Smash. Was ist denn heute los? Und zwei Italienerinnen. Beide aus Friuli-Venetien. Keine Ahnung, was da stand. Habt ihr jetzt nicht wirklich drauf geachtet? Das ist wieder so eine Strecke, die ich ewig nicht mehr gefahren. So, jedenfalls. Capture Card, ich brauche Hilfe. Ich habe ja auch viele, viele YouTuber. Also, viele meiner Abonnenten machen ja auch hier selbst YouTube. Warum bleiben die denn alle? Nein, Disconnect, oder? Die bleiben alle stehen, guckt sich auf der Karte an. Warum? Mann, ich hasse Disconnect. Hatte ich lange nicht mehr. Heißt aber nicht, dass er wiederkommen muss. Verdammt nochmal. So, aber join jetzt irgendjemand hinter mir. Das habe ich immer gemacht. Bin irgendjemanden hinterher gejoint, wenn jemand on war. Das war eigentlich immer mit dieser Mini-Tendo-LP da. Ne, keiner da. Squad. Ach so, okay, der hat meine. Der Squad, das ist so ein Mensch, der hat richtig viel Abos. Der hat meine Anfrage angenommen. Ich bin ja auch in seinem Let's Play von Tomodachi Collection dabei. Wäre voll lol. So, haben wir auch ein bisschen per Skype schon geschrieben. Vielleicht komme ich da auch rein. So, ich bin wieder vollkommen wegen dem Disconnect vom Thema abgedriftet. Ich habe ja viele YouTuber unter euch, so Abonnenten. Einige arbeiten auch mit der Capture Card, mit der Elgato Game Capture HD. Wenn ihr Tipps habt, wie es irgendwie dazu führen könnte, dass es laggt,
Dann schreibt es in die Kommis, wenn es irgendwie an der Festplatte lag, ich habe es alles gemacht. Wenn das nicht mehr vorkommt, sage ich euch Bescheid. Wenn das auch wieder vorkommt, sage ich auch. sage ich euch auch wieder Bescheid. Am PC liegt es nicht, weil ansonsten läuft er. Ich habe jetzt auch mal nach der Festplatte, läuft jetzt auch noch ein bisschen schneller. Also wenn ich ein Programm öffne, geht das schon schneller auf, merke ich schon. Keine Ahnung, kann auch irgendwie sein, dass er sich an Windows 10 gewöhnen muss oder sowas. Ich habe jetzt auch nochmal, als ich Windows 10 hatte, das Programm komplett deinstalliert und komplett neu installiert. Also die Elgato Game Capture. Also ich hoffe, es lag am Programm. Weil wenn nicht, dann liegt es an der Capture Card vielleicht. Und die war schweineteuer. Und wenn die kaputt ist, habe ich ein Problem. Oder es kann auch am PC liegen, weil er das nicht mehr schafft. Oder nicht mehr schafft halt. Vielleicht schafft er noch die anderen Sachen. Das kann natürlich auch sein. Weil die Capture Card ist jetzt nicht runtergefallen oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe aber, es läuft ja jetzt alles wieder. Vielleicht war das auch einfach nur Ausnahme. Was weiß ich. Player. Ja, wie lange dauert das denn noch? So. Ich gucke mir jetzt einfach den ersten an. Und wenn er jubelt, dann weiß ich, okay. Ist vorbei. Ist es aber nicht. Ricardo, fahr mal schneller, Alter. Also sowas hätte ich jetzt nicht gemacht, so eine Aktion. Ja, also wenn mir jemand helfen kann, dann kann er es mal gerne in die Kommis schreiben. Ich bedanke mich jetzt schon, falls etwas kommt. Falls ihr Ideen habt. Ich habe auch mit Let's Play Matrix schon ein bisschen darüber gesprochen. Hat gesagt, ja, keine Ahnung, installier mal neu. Habe ich gemacht. Aber auf Festplatten defragmentieren, oder jetzt ist er auch nicht drauf gekommen. Habe ich jetzt eben gemacht. Chuck Norris ist da, oder? Ja, Chuck. Hatte ich den nicht schon mal? What the fuck? Ich hatte den, glaube ich, im letzten Part im Raum. Kann es sein? Vielleicht war es sogar genau der gleiche. Es kann natürlich auch sein. Chuck Norris, Alter. Heftiger Mensch, heftiger Bursche. Wer sagt heutzutage noch Bursche, Alter? Keiner eigentlich. Nur ich bin noch so oldschool. Nur ich. Boah, da zieht's wieder irgendjemand über die Zeit. Ich hasse es, wenn das jemand macht. Okay. Yay, die Strecke von Chuck Norris wurde ausgewählt. Und noch jemand aus Belgien, ey. Voll heftig. Spanien. Das sieht man auch nicht oft. Jemand aus Spanien zu treffen. Moment mal, wie viel Uhr ist es eigentlich gerade in den USA? Moment mal. Ich tippe jetzt mal 8 Stunden später. Wie viel Uhr haben wir? 6. Ja, so circa. Dann ist es bei den Nachts. Nachtaktive Amerikaner. Denke ich mal. Also ich glaube, bei denen ist es gerade nachts. Warum spielen die? Wir haben so circa 6 Uhr. Ja. Genau, als ich das Video gerendert habe, war es 17.55 Uhr eben oder so. Hab noch eben das Smash Bros. Video fertig gemacht, fertig gerendert. Hochladen tue ich es noch nicht, hab das Thumbnail nämlich noch nicht, weil ich Bock hatte aufzunehmen. So, und ich kündige hiermit wieder was an. Und zwar, Let's Play ich ja gerade schon seit Ewigkeiten Mario und Luigi Superstar Saga. Und weil die Reihe einfach so geil ist. Ich wollte schon lange anfangen aufzunehmen Mario und Luigi 2 mit Desume. Hat aber nicht geklappt, weil Desume an sich schon so ein Emulator ist, der einfach immer nur laggt. Und jetzt ist das Spiel einfach mal im eShop erschienen für den DS. Und ich und Let's Play Matrix hatten erstmal Bedenken, dass man die Screens nicht aufnehmen kann, weil er hat nämlich so ein Spiel für den DS, Dr. Kawashima oder so ähnlich. Und da habe ich gefragt, kann man es machen, dass man beide DS-Screens aufnehmen kann auf dem Bildschirm. Ob die beide auf dem Bildschirm angezeigt werden. Meinte er, nein. Eins auf dem Bildschirm, eins auf dem Gamepad. Und dann dachte ich mir, okay, dann kauf es dir halt nicht, machst doch kein Let's Play dazu. Oder war das auf die Capture Card, aber ich habe das Gefühl, das wird irgendwie gar nichts mehr. Oder ich muss einfach warten, bis die New 3DS XL Capture Cards günstiger wird, weil 600 Euro gebe ich dafür auf gar keinen Fall aus. Also so ab 400-500 ist echt die Grenze. Meiner Meinung nach. Nintendo hat ja 1000 ausgegeben. Das hätte ich nie im Leben gemacht. Selbst wenn ich Let's Player wäre und davon leben würde, hätte ich irgendwelche anderen Spiele Let's Played, aber
1000 Euro, ja gut, muss man halt gucken, ne? Klar, das wird mehr geguckt in der Zeit, wenn so richtig heftige neue Spiele rauskommen und du so eine große Rolle übernimmst in der Let's Player-Szene, dann würde ich es mir nochmal überlegen. Aber ich als kleiner YouTuber 600 Euro für eine Capture-Card? Nein. Nein. Die bieten da eine für 300 an. Normaler XL. Das würde ich auf jeden Fall machen, ist aber ausverkauft. So, und ihr habt das Gefühl, ich kann wieder Mario Kart spielen. Ich werfe den jetzt einfach mal ab und hoffe, dass ich den treffe. Und ich treffe den auch. Und wer als Erster? Alter. Heftig. So, und ich... Ja, also... Jetzt ist das Spiel endlich mal im eShop erschienen. Ich habe mich so weit von gefreut. Habe ich einen Trailer gesehen, dass man den unteren Screen nur auf dem Gamepad sieht. Dachte ich mir so, nein, nein. Und dann, heute, bin ich zum Rewe gegangen, weil mir fehlten irgendwie 80 Cent oder so für eine Stage bei Super Smash Bros. Und ich hab's ja, ich wollte es ja alles zeigen, alle neuen Sachen. Tu die war kostenlos. Fand ich super. Und dann bin ich einfach zum Rewe gegangen, habe mir so eine 15 € eShop-Guthabenkarte geholt. Und da dachte ich mir, weißt du was? Nimmst du das Risiko ein, wenn du beide Screens nicht aufnehmen kannst, scheiß drauf. Für dieses geile Spiel kann man mal gerne 10 Euro ausgeben, hast es halt auf der Wii U. Du kannst es bestimmt aufnehmen, weil in der Miiverse Community habe ich auch Screenshots gesehen, wo beide Screens auf einem Bild waren, der eine halt etwas kleiner, so in der Ecke. Und dann habe ich letztens bei Matrix gefragt, der meinte, ja, das könnten die auch vom Gamepad gescreenshottet haben. Und dann dachte ich mir, ach, du wirst mit diesen 10 Euro auf dem eShop-Guthaben eh nichts machen. Da ist nichts vorgesehen. Da dachte ich, komm, kaufst du das Spiel. Dann hast du das und dann bist du sicher. Und dann öffne ich es so. Und dann kann man so beide Screens sehen. Dann gehe ich so auf die Bildschirmeinstellungen. Da kann man so bestimmte Bildschirme zeigen. Und dann ist da so die Option beide auf dem Fernseher. Und ich habe mich so gefreut in verschiedenen Ansichten. Ich mache dann das so wie bei Desumi. Einer in normale Größe oben, einer in normale Größe unten. Und ja, dann wird irgendwann nach Superstar Saga relativ bald auch Mario Luigi 2 Let's Played, der Nachfolger von Superstar Saga. Jetzt müssen sie nur noch, also entweder ich brauche die Capture Cards, weil ich habe das Spiel im Original Mario Luigi 3, das ist mein absolutes Favorite Game of all time. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel Mario Luigi 3. Egal was es jetzt sagt, Paper Mario 2 ist besser. Kann sein, ich habe es aber noch nie gespielt. Und ich finde einfach Mario Luigi 3 ist mein... Das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Ich bin damit aufgewachsen. Ja, jetzt klingelt schon wieder jemand, ey. Was ist denn hier los? In Smash Bros. Einmal, jetzt in Mario Kart 8 zweimal. Nächsten Aufnahmen, ich wollte gleich noch ein paar von einem Projekt aufnehmen, weil ich noch nicht sage. Obwohl ich schon oft gesagt habe, dass es kommt. Aber es ist halt noch für 2016 geplant und ich fange jetzt schon an, weil ich krank bin. Und ja, vielleicht kommt es auch Ende 2015, ist es halt so ein kleines Überraschungsprojekt, womit die wenigsten rechnen werden. Weil ich erstmal gesagt habe ja und dann später gesagt habe nein. Keine Ahnung. Ich habe vieles gesagt mit ja und nein, also. Ja gut, wer auf meiner Website vorbeischauen wird, der wird sehen, da stehen nämlich alle geplanten und die feststehenden sage ich dann halt hier. Im Mario Kart 8 LP. Es ist feststehend, dieses Projekt, aber damit es nicht zu viel wird, will ich es halt noch nicht verraten. Vielleicht in 5 Folgen oder so, wenn ich es mal verraten. Das wäre über einen Monat. In 5 Folgen. Ja. Mal gucken. Ich fahre hier gerade übrigens richtig scheiße gerade, berg ich gerade. Ich bin Siebter. Hilfe. So. Piranha! Ja, durch den Speed geht die Tinte weg. Ich bin über den roten Panzer gesprungen und ich bin auf die Banane von dem Typen da ausgerutscht. Dann habe ich ihn wieder gebissen. Lol, ich bin Vierter. Das ist voll okay. Ich hasse grüne Panzer, Alter. Geht alle weg. Ich hab Schiss. So, werf mal. Warum wirfst du nach hinten, Link? Was ist los mit dir, du grüner Erbsenzwerg? Oh, verdammt. Ne, den Adolf, den will ich nicht in die Quere kommen. Ich hasse den über alles, weil er irgendwie, keine Ahnung. Ich hoffe mal, da ist kein Nazi. Ja. Und... Tschüss. So. Okay, Dritter. Ich wollte gerade sagen, Erster. Dann habe ich gemerkt, okay, ich bin Dritter. Ja gut, ist auch was. 17 Punkte, ist super. Also, die 7 Punkte sind auf jeden Fall aufgeholt, die ich verloren habe. Wir machen jetzt noch ein Rennen. Ein einziges. Habe ich noch was zu labern? Nee. Nee.
Habe ich nicht. Aber Mario Luigi 2 ist einfach so ein Profi-Game. Das ist super. Ich habe Let's Play Matrix auch gesagt. Let's Play hat mal unbedingt. Ich würde mich so freuen. Der hat gesagt, ja, wenn das mit dem DS und so ist, dann brauche ich es mir nicht kaufen. Ich habe den eben auf Skype geschrieben, da das einstellbar ist. Hat bis jetzt darauf noch nicht geantwortet. Danach haben wir nämlich über die Festplattengeschichte geschrieben. Und, ja. So, was mir auch mal letztens passiert ist, dass mich ein Abonnent bei Miiverse nach einer Freundschaftsanfrage gemacht hat. Ich sag's dir jetzt nochmal so, wie ich's haben möchte. Auf Miiverse könnt ihr mich anschreiben, ich werde immer auch annehmen. Bei Skype allerdings würde ich es mir überlegen, weil Skype ist halt sowas für mich, da möchte ich privat mal mit Leuten so privat schreiben, reden, ja eher reden. Und ja, Skype ist halt für mich eher so die private Sache, wie WhatsApp zum Beispiel. Also WhatsApp, okay, das wissen noch nicht mal, Let's Play Matrix, das ist so meine Nummer. Die kriegt keiner außer hier die Ecke da. Meine Freunde, die in der Nähe von mir leben, nicht mal weiß ich woanders. Vollkommen woanders. Und ja, es ist noch nicht vorgekommen. Es ist vorgekommen, dass mir irgend, ich sag mal, Nutze von der USA mich angeschrieben hat, weil auf ihrem Profilbild war sie halb nackt. Und das war mir zu pädophil hinterher. Und irgendwie in der Kontaktanfrage stand auch Hi, so ganz lang. Und ich dachte mir nein. Nein. Einfach nein. Hab abgelehnt, weil mir das richtig unheimlich war. Und ja. So. Also, meine Skype-ID behalte ich auch mal für mich, weil ich erstens nicht genau weiß, wie die ist. Ich weiß, wie ich bei Skype heiße, also als Name, aber die ID. Ne, habe ich vergessen, muss ich wieder nachgucken. Ich. Keine Ahnung, wie man sowas vergessen kann. Aber ich schaffe es. So, das Smash Bros. LP wird verschoben. Ich hatte auch schon jemand gefragt, wann startet Five Nights at Freddy's 4. Es wäre gestartet, als ich auf Malle war, aber ich war auf Malle. Und deshalb konnte ich es nicht starten. So, deshalb wird Five Nights at Freddy's 4 nach Mario Kart DS kommen. Also so ziemlich bald. In 1 bis 2 Wochen. Mario Kart DS hat ja nur noch 3 Parts. Also die Rennmission von 1 bis 7. Dann ist Mario Kart nach über einem halben Jahr auch kein Let's Play mehr von mir. Es war aber echt das Projekt, womit ich irgendwie richtig ausgerastet bin auf YouTube. Wirklich alles gezeigt habe, was ging. Headphone meinte auch so, hat das überhaupt ein Ende, das Projekt? Ja, wenn ich alle Charaktere und Cards gezeigt habe und sowas. Und jo, so ist es halt. Also Five Nights at Freddy's 4 wird dann bei mir ein bisschen, der ist stehen geblieben. Okay, der ist noch nicht stehen geblieben. Ich dachte, jetzt gibt es wieder ein Disconnect. Zweimal in einem Part, das wäre schon ein bisschen übel. Aua. Rebecca ist schuld am Blitz, obwohl nein, die wurde selbst geblitzt. Ha, Opfer, kann ich dich überfahren? Ne, so spät, verdammt. Und den Windschatten konnte ich auch nicht ausnutzen, warum auch immer. Verdammt. So. So. Boah, bleib doch da! Ich wollte wieder einen Stunt machen, ey. Über den Schlamm springen. Gerade komme ich gerade irgendwie mit der Strecke überhaupt nicht zurecht, obwohl die nie ein Problem war. Alter, ich bin 7., 8. Was ist los mit mir? Keine Ahnung, vielleicht sind die auch einfach nur stark. Kann auch sein, ich kann noch ein paar Plätze gut machen. Vor dem Ziel ist die Rebecca. Ich habe sie nicht eingeholt. So, 7. Jo, das war's dann auch schon wieder. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.